Und herzlich willkommen, moin moin, schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute, zum LS22 auf dem friesischen Marsch. Streamtechnisch immer noch Donnerstagabend, wird aber auch wahrscheinlich der letzte Part. Wir gucken mal, dass wir heute noch ein bisschen was schaffen. Wir haben ja mit dem Wald heute angefangen und ich finde, wir haben schon ganz gut geschafft mit dem Wald. Aber wir können auch noch ein, zwei Portionen heute rausholen. Hier nochmal wieder ein Bedarf, die Liste nochmal wieder ein bisschen kürzen. Ja, wir haben ein bisschen Netzrolle am Start und könnten da auch wieder die Liste noch mit kürzen, aber wir können es auch sein lassen und Netzrolle dann halt im späteren Verlauf nach der Nacht ein bisschen besser verteilen. Ich wollte mal gucken, was ich bei der Gemüsefabrik eingestellt habe. Waren das 100 pro? Das wäre fast zu viel, oder? Dann habe ich 300 pro tatsächlich, wenn ich jetzt alle drei Dinger da machen würde. Na gut, Schollenfilet. Erbsen. Gewächshäuser. Achso, Gemüsefabrik, ne? Ja, tatsächlich waren 100. Also 100, 100, 100. Was ist denn eigentlich mit unserer Pilzsuppe? Ich hab doch Sahne hier, aber wenig, ne? Ich kann sie aktivieren und wir produzieren tatsächlich auch Pilzsuppe. Aber da haben wir bestimmt auch oben gleich irgendwas Neues mit drin, ne? Von wegen zu wenig. Ja, genau. Sahne ist jetzt reingekommen oben. War aber klar dann. Aber wenn wir mit dem nochmal Molkereiprodukte fahren. Ja, wo man guten Abend. Ich glaube nicht, dass der schon da ist, der Holzloader. Bringen wir Vollmilch zum Crepe-Stand. Und Sahne. Die Gemüsefabrik. Nehmen wir einfach alles mit, ne? Das wird wohl funktionieren. Im Weg, ne? So, haben wir noch mehr? Ich will mal der Wand festhängen. So, Butter, Joghurt, leer, Bark noch. Hier ist noch die Sahne. Ja, dann sieht es gut aus. Da muss noch Abwasser. Ja, das passt ganz gut. Wie gesagt, einmal schnell zum Marktplatz. Crepe-Stand auffüllen, das ist am nächsten Tag wieder genug, ne? Vollmilch hat für Crepe-Teig. Pfannkuchen. Oder wie auch immer das in welcher Region genannt wird. Gibt es ja deutschlandweit gesehen, mache ich überall auch unterschiedliche Namen. Ja, aber leider ist es nur eine kleine Portion, also, ne? Hm.
Man baut natürlich auch durch die Obstfelder echt dicke Bestände auf, aber die sollen nachher ja auch ein Jahr halten, ne? Wenn die nur für 4 Monate produzieren, braucht man ja relativ viel Vorratshaltung. Das ist ein teurer Vorrat dann. Alles weg, Gott. Okay. Vorsichtig, Bänke. Gemüsefabrik haben wir schon gemacht, meine ich. Gemüsepalettenabgabe. Können wir nämlich wieder zu dem Wood-Autoload wechseln. Und langsam wird es auch echt dunkel. Also ich kann nicht mehr so lange jetzt hier spielen, ohne dass wir die Nacht wegspulen. Weil umso dunkel ist, ist dann irgendwann blöd. Hier ist alles weg. Haben wir hier noch so ein bisschen. Da waren viele Birken bei gewesen. Das schafft nicht so viel von der Füllmenge. Aber reicht schon wieder. Da hinten ist ein bisschen zu viel. Wenn wir den jetzt noch mitnehmen, ist in Ordnung. Der Hilfe auch voll sein. Und wieder 80.000 Holz mit. Gut. Marmeladenfabrik willkommen. Weil tatsächlich dann doch die nächste. Dann können wir auch nämlich ein bisschen diese großen Obstbestände auch verarbeiten. Also, ne, dass sie nicht im Bestandsprüfungsmod uns nervös machen, dass wir so viel Geld haben, weil wir es dann gar nicht haben. Weil, ne, das ist alles ja Rohstoff für Produktion. Schön Licht. Ja genau, das funktioniert. Wood Autoload. Der kann das. Das sind auch keine echten Stämme da drauf. Das ist mehr eine Füllstandsanzeige. Man kann da nicht, also man könnte da jetzt nicht Stämme wieder rausbaggern sozusagen mit so einem Greifer. Hat natürlich super hier Performance-Vorteile. Weil die Stämme ja immer eine Kollision sind, die man quer über die Karte fährt. Das ist vor allen Dingen im Multiplayer immer Horror. Und da ist der Wood Autoload schon praktisch. Und natürlich klar, der lädt es in Schildgutform theoretisch wieder ab.
Also man kann auch theoretisch die Bäume einfach schnell mit der Kettensäge halt umsägen. Der immer so hüpft, ne? Ja, gut, den brauche ich nicht versuchen. Gibt's einen Mod-Hub? Wo die Frage gleich kommt. Und demnächst, wenn ich jetzt die Mod-Liste update, spätestens zum nächsten Update, ist das auch alles in der Mod-Liste verlinkt dann. Können wir auch mal umsägen hier. Wollen wir da noch rankommen und was sehen. Wahrscheinlich jetzt noch weitere Bäume hinziehen. Damit ist auch noch ein... Ne, Quatsch. Ja. Da war der. Ich habe noch eins verkauft. Alter, so 10 Portionen kriegen wir bestimmt noch zusammen, oder? Das wären irgendwann nochmal 800.000 Euro, die wir hier noch verdienen können mit dem Stück Wald. Erst so hoch abgesägt und dann macht er noch so einen Quatsch hier, ne? Ich schmeiße das Holz hier vor die Füße. Das sieht einfach aus. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie viele tausend Bäume ich im Landwirtschaftssimulator insgesamt schon gefällt habe, ne? Nochmal auf eine andere Art. Wie gesagt, den habe ich jetzt ja tatsächlich auch erst in einer Woche im Einsatz. Auf der Wildwest 16-fach, Freitag letzte Woche das erste Mal. Jetzt hier auf dem Marsch auch nochmal. Ist aber auch nur eine Empfehlung mit dem Wood Autoloader zusammen, denn ein schönes Tannenbäumchen. Ja. Da haben wir schon wieder ganz nette Häufchen hier gebildet. Ich glaube, ich ziehe jetzt aber durch, bis der LKW hier nochmal wieder auftaucht. Dann wird er noch einmal voll gemacht und dann ist Feierabend für heute, Leute. Feierabend für heute, Leute. Schönen Morgen. Ich freue mich auf Arbeitssicherheitsschulung. Klar. Dann ist ja nichts. Muss man durch.
Der ist eigentlich echt gut mit drei von denen. Der 3 kriegt er nicht, ne? Wo es von den kleinen Tannenbäumen ist. Irgendwo blockieren sich dann die Äste oder so. Schade, hätte ja klappen können. Morgen Vormittag nicht, nee. Morgen Nachmittag, habe ich doch gesagt. Ja, wahrscheinlich, also Sascha hat ja auch gefragt und schon. Wahrscheinlich, wenn, dann vielleicht 14, 17. Also mal schauen. Stunden bin ich. Wir werden mal gucken, wie viele Bäume es heute überhaupt waren, ne? Das war auch mal interessant. Wollen wir ein Tippspiel draus machen, Pascal? Mit Punkte, noch eine Kanal-Punkte-Wette hier zum Feierabend. Aber nur eine kurze. Also waren es mehr als Summe X-Bäume, ja oder nein? Die ich heute gefällt habe. Ja, was mehr waren es mehr als ...200 Bäume, oder? Ah, 220, oder? Soll ja nicht so leicht sein, soll aber auch irgendwie, ne, tippbar sein, so irgendwie gesagt. Wenn man jetzt sagt, mehr als 50 Bäume, das ist Quatsch. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Forst gemacht, aber es waren schon ein paar Bäume hier, also schon, dass da muss eine gewisse Zahl stehen. Und dann nur eine schnelle Tipprunde für die, die aktiv noch am Start sind, die noch nicht eingeschlafen sind oder im Lurk verschollen. Bedenken, dass ich noch ungefähr in dieser Minute vielleicht nochmal 2, 3 mehr gefällt bekomme. 220, oder? Ladung. Auch mit der Kettensäge haben wir ein paar gesägt. Und die Wette läuft, liebe Leute. Top. Die Wette gilt. Also, wenn ihr Lust habt, ein paar Kanalpunkte zu wetten, trifft die richtige Vorhersage. Umfrage läuft, liebe Leute. Also hier Vorhersage, ne? Abstimmung, Kanalpunkte. Glaubt ihr, es waren mehr als 222 Bäume? Oder weniger als, ne? Also waren es mehr als 222? Ja oder nein? Kann man schwer einschätzen. So, wir machen jetzt nochmal voll. Die meisten glauben bisher, ja doch, oder? Das waren mehr als 222 Bäumchen. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt zwischendurch, wir haben ja immer Stumpen entfernt, ne? Es war mal 8, es war mal 30, es war mal 20. Ich kann jetzt nochmal Stumpen entfernen, das kann man ja nicht sehen, denn Baumstumpen entfernen, jo. Ja, das war nochmal 33, also 100 werden es wohl gewesen sein, ne? Waren es vielleicht auch 180 oder 200 sogar oder 300.
So, dieses Stück Wald. Und der Wald hier ist nicht so krass dicht besiedelt wie im Wilden Westen. Da wäre dieses Stück ungefähr 400, 500, 600 Bäume oder so. Ich weiß nicht mehr. So. Ich wollte eigentlich hier in der Tiefe dann anfangen. Dann kann man da beim nächsten Mal schön weiterarbeiten. Wurden heute mehr als 222 Bäume gefällt, die Leute. Gibt noch ein paar Punkte rein in die Kanalwette hier. Ne, wer Punkte verliert, gewinnt nächstes Mal oder andersrum. Das war auf jeden Fall nicht wenig. Ich glaube, wir sind mit so einer Wette, mit der Zahl, sind wir gar nicht so weit weg von der originalen, die es ist, oder? So, zack, wieder voll. Da liegt auf jeden Fall mindestens noch eine Portion. Dann sind wir bei 2,3 Millionen. Und dann kommen wir langsam tatsächlich an die, in die Nähe bald von der Marmelade, ne? Ich denke, das wird dann die nächste sein. Dann gehen wir erst in die Fisch. Dann gehen wir erst in die Fish Production DLC. So, waren genau 45 Buchstaben. Das Fragezeichen hat nicht mehr hinterhergepasst. Ja. Ja, die sind leider immer ein bisschen sparsam mit Text, den man da hinterlegen kann. So, liebe Leute, die Vorhersage. Lief. Wurden heute Abend mehr als 222 Bäume. Sogar ausgeglichen. 7 Leute glauben ja, es war mehr. 8 Leute glauben nein, es war nicht mehr. 222. Insgesamt sind 40.000 Punkte im Pott circa. 15 Leute haben sich getraut mitzutippen. Also, wir wollen mal reingucken, was? Schönes Wetter. Ja, schönes Wetter. Ah ja, okay. Fast 15 Millionen. Ja, schön. Aha. Mhm. Es waren nur 148. Ich hätte auch mit mehr gerechnet. Ah gut, in 3 Stunden immerhin 148 Bäume weggesägt. Ein Helfer habe ich zwischendurch mal eingestellt wohl. Okay. 148. Glückwunsch und danke für die Teilnahme. Insgesamt mittlerweile 4.263 gefällte Bäume. 1.080 angepflanzt, also mittlerweile haben wir ein Minus von knapp 3.183. So, Vorhersage verwalten, also schon ab. Nein, es waren nicht mehr. Glückwunsch. Einige haben dicke Punkte geholt, einige nicht. Habe ich nur geraten. Ja, wie gesagt, einige haben auch nur getippt und geraten. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, ich wäre näher an der Zahl. Ich hätte gedacht, über 200. Aber gut. Auch selber hätte ich mich um 50 Bäume verschätzt. Vulkanstark hat mal richtig getippt. Glückwunsch an die Gewinner und sorry an die Verlierer. Beim nächsten Mal ne, seid ihr vielleicht wieder auf der Gewinnerseite. Hoffentlich bleibt das Stream deswegen jetzt nicht in schlechter Erinnerung. Ne? Also von daher gerne nächstes Mal wieder dabei sein, liebe Leute. Wie gesagt, morgen Vormittag muss ich mich fortbilden und morgen Nachmittag werde ich dann irgendwie wahrscheinlich Wild West streamen und ja, zeittechnisch, wie gesagt, kann ich noch nicht genau sagen, vielleicht von 14 bis 17, ich schau mal, vielleicht von 14 bis 16, vielleicht hilft man so mit, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht genau, wie der Nachmittagsplan von morgen aussieht, das war immer ein bisschen spontan, ne? So, liebe Leute, vielen Dank, angenehme Nachtruhe, bis zum nächsten Mal und tschüss.